Hey Jomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Aktuell haben einige durch Update 1.5 ernsthafte Probleme ins Spiel zu kommen. Deshalb mal hier dieses kurze Video mit einigen Infos dazu, damit du im Bild bist. Aktuell betrifft das vor allem einige PC und auch einige PlayStation 4 Spieler, wobei wir hier aber natürlich grundverschiedene Probleme haben, nicht nur wie es sich auswirkt, sondern auch was man dagegen tun kann. Nehmen wir uns erstmal das größere Drama vor, und zwar die PlayStation 4. Hier ist es egal, welche Version du hast, es betrifft offenbar alle Versionen inklusive der Pro. Wenn du Cyberpunk 2077 starten möchtest, dann bekommst du diesen Hinweis zu sehen. Demnach sollst du neu installieren. Das bringt aber nichts. Du solltest dir den Aufwand hier auf jeden Fall sparen. Es macht auch keinen Sinn, irgendwie die Spielstände zu löschen. So schwer es ist und so übel es sich auch anhören mag, die beste Lösung ist, sich hier an den Support zu wenden, und zwar mit der Angabe der CUSA-Nummer. Diese findest du auf dem Rücken der Hülle, also genau hier. Mach das auf jeden Fall, denn je mehr Daten CD Projekt Red zur Verfügung stehen, desto besser kann der Support verstehen, was hier schiefgelaufen ist. Ansonsten kannst du leider nicht mehr machen, als nach dem Ticketversand auf eine schnelle Lösung durch CD Projekt Red hoffen. Auf jeden Fall ist den Devs die Sache bekannt und auch völlig klar, und man ist da, wie man so schön sagt, mit Hochdruck dran. Hier auch die aktuelle Stellungnahme zu dem Problem von heute um 10.24 Uhr. Bezüglich des Problems mit der Disk-Version der PlayStation 4. Unser Team arbeitet bereits an einer Lösung. Da dies nicht alle Disk betrifft und auch nicht alle Disk in einer Region und nicht alle Update-Stände gleichermaßen, ist die Identifikation des konkreten Problems hier sehr schwierig. Ich kann sehr gut verstehen, dass das frustrierend ist und dass man diese Beteuerung gerade nicht hören will. Verärgern würde es mich auch. Ich kann aber nur sagen, dass wir eine Lösung finden wollen, so schnell es geht. Das kommt übrigens direkt von der Community Managerin Koshi, die das ins Forum geschrieben hatte. Wenn du auf dem PC spielst und Probleme hast, dann stehen die Chancen gut, dass du das Problem in den Griff bekommen kannst. CD Projekt Red geht davon aus, dass aktuell vor allem Audio-Software dafür verantwortlich ist, dass viele Leute Probleme haben, und tatsächlich haben mittlerweile eine ganze Menge Leute bestätigt, dass die Deaktivierung dieser Software das Problem gelöst hat. Ich blende hier auch mal die gängigsten Programme ein, die hier irgendwie ein Problem machen sollen. Achte darauf, dass sich diese Programme nach einem Neustart möglicherweise wieder neu starten und dass du die dann wieder vor dem Spielen deaktivieren musst. Das Ganze geht natürlich am besten über den Task Manager. Grundsätzlich können auch andere Programme Probleme machen. Es kann also sinnvoll sein zu schauen, was da noch alles zeitgleich läuft, und gegebenenfalls das eine oder andere über den Task Manager zu beenden, um zu schauen, ob irgendwas besser läuft. Ein anderes Problem sind oft Restbestände von Mods. Die können Probleme machen. Also sorg dafür, dass alle Mods restlos entfernt sind. Im Zweifelsfall am besten Cyberpunk 2077 neu installieren. Wenn alles super läuft, kannst du nach und nach die Mods wieder hinzufügen, aber nicht alle auf einmal, sondern am besten so, dass du am Ende noch weißt, welcher Mod womöglich ein Problem verursacht. Auch das Thema Treiber kommt immer wieder auf. Auf jeden Fall musst du sicherstellen, dass die Treiber aktuell sind. Wenn du Probleme mit schwarzen Silhouetten hast, dann ist der Grafiktreiber in der Regel schuld. Restlos entfernen und neu installieren bzw. auf eine vorherige Version gehen kann hier auf jeden Fall helfen. Es kann auch Sinn machen zu googeln, ob bei dem aktuellsten Treiber momentan irgendwelche Probleme bestehen. Manche berichten auch von Leistungsproblemen. Hier sind nicht gerade selten etwas zu gut gemeinte Einstellungen bei den Videosettings schuld. Wenn du eine Nvidia-Karte benutzt, dann ist GeForce Experience ein guter Weg, die optimale Einstellung für dein System festzulegen. Aber es gibt ja auch nun die Möglichkeit, einen Benchmark-Test direkt über das Spiel zu machen, so dass du ein wenig mit den Einstellungen rumexperimentieren kannst, um dann zu schauen, wie es dann mit der Leistung ist. Hier noch etwas Grundsätzliches. Generell für alle PC-Spieler ist es eben auch manchmal eine gute Idee, bei Problemen die Installation und die Dateien prüfen zu lassen. Konsolenspieler können zum Beispiel den Cache löschen oder eben andere Schritte unternehmen, um ihr System ein wenig zu optimieren. Hier ist auf jeden Fall Google dein Freund, weil solche Optimierungen, egal ob nun für PC oder Konsole, grundsätzlich für alle Games interessant und deshalb immer recht gleich sind. Dazu gibt es aber im Netz eine Menge Tutorials, wie man da am besten vorgeht. In der Regel lohnt sich das auf jeden Fall, so ein Tutorial mal durchzugehen. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.